Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, ihr habt sicher verstanden, was ich sagen wollte. Und heute, meine Freunde, geht's ein Stück weiter in der Geschichte. Wir haben ja in der letzten Episode ein bisschen schneller, als ich eigentlich machen wollte, die Zuflucht gemacht, ein Solo-Verlies und damit ein nächster Hauptquest. Ich würde eigentlich M klicken. So. Wir sind immer noch in Glenumbra und ich habe, soweit ich gesehen habe, hier unten noch was gesehen. Hä? Ist es verschwunden oder was? Komische Sache, ganz komische Sache. Der Baum ist da, da ist, Dingens blau, weiß, genau. Die Schenke sind irgendwie immer schwarz in der Mitte. Kann sein, dass es so immer bleibt. Wo habe ich das gesehen? Irgendwie bei einem Gebiet links unten gab es noch was zu entdecken. Aber ich bin, glaube ich, ein bisschen doof. Und glaube, es irgendwie bei einem anderen Dings übersehen. Aber ja, wir haben jetzt eigentlich Glenumbra abgeschlossen. Und ich frage mich mal... Oh. Orsino, was ist das überhaupt? König Korok, ließ verlauten, kommt nach Wolfgard und helft beim Wiederaufbau der Stadt Orsinium. In der bergigen uralten Heimat der Orks treffen störrische Clanshäuptlinge, Mardöre aus dem Reich und religiöse Kulte aufeinander. Oh, also sind da hier DLC dann gestoßen und Ip und Hop und Tralala und Trululu. Oh, wir können ja den Kundendienst anrufen. Hallo der Herr, wie geht's denn so? Wollen wir natürlich nicht. Naja, Kronenshop, da müssen wir nichts kaufen. Wir haben eh die Standard-Kronenvermögen von 500 Kronen, die wir am Anfang bekommen haben. Schaukasten. Was gibt's denn da so Schönes? Kann man das irgendwie sehen? Müssen wir irgendwie noch ein bisschen herumforschen? Habe ich euch wirklich gerne. Wir haben nur noch das Ding hier, Stufe 18. Boah, wird schon. Und Sturmhafen wäre der nächste Ort. Und dort haben wir schon ein paar Quests, die in unserer Stufe angehören. Aber ich möchte so gerne. Müssen wir wirklich weiter? Ich will eigentlich gar nicht weiter, ehrlich gesagt, meine Freunde. Ich möchte in Glenumbra bleiben und hier einfach weiter forschen. Aber ich denke, es geht nichts anders. Wir müssen da nach oben hin. Wir haben zwar noch ein paar Quests, ein paar Gildenquests haben wir immer noch offen. Wie man hier sehen kann. Ne, Gilde, hier. Einfach verlegen. Meine erste Prüfung in Sheragors Reich wartet auf mich. Wollen wir das zuerst machen? Das geht eh nach oben. Oh, okay. Das heißt, wir müssen wirklich Glenumbra verlassen und nach Sturmhafen ziehen. Ist zwar ein bisschen fies, aber naja. Wir gehen desto trotz weiter. Wir haben eigentlich schon knapp ein bisschen weniger als die Hälfte der Level erreicht, die wir eigentlich so haben hier. Also bei Level 50 geht es, glaube ich, nur noch, naja, ein bisschen anders weiter. Mit dem Gilden- oder Level-Quest in dem Sinne. Oh, wir haben hier noch Ahorn. Hacken, hacken, hacken. Unbearbeitetes Holz. Die greifen uns immer noch an. Na tolle Wurst, die sind auch doof hier. Was wird denn wer hier?
Will da rumtollen? Ich will auch tollen. Ja! Naja, die greifen uns ja immer noch an, aber hey. Die sind einfach nur doof und wollen getötet werden. So sieht es nämlich aus. Die wollen nur Tod sehen. Tod und Verderben. Mein Freund, du willst mich nur verarschen, oder? Nein! Nein! Ich habe das gleiche Problem wie Gronkh bei Fallout 4. Ich in der Elder Scrolls Online. Mann! Beschissen die aber auch. Haben wir nicht irgendwo einen Händler gesehen? War da nicht gerade vorhin zu sehen? Bin ich doof? Bin ich so doof und bin an meinem Händler vorbeigelaufen? Ich habe so eine geraume Ahnung, dass hier oben irgendwo ein Händler sei. Ich habe doch den vorhin gerade gesehen. Oder bin ich nicht ganz doof? Bin ich wirklich doof? Kannst du mir in die Kommentare schreiben, ob ich doof oder doof bin? Oh. Oder war es hier nur ein Händlerwagen? Ein leerer Rucksack kriegen wir nicht mehr so viel daraus. Hier haben wir das Ding, glaube ich, umgebracht. Oder ist schon wieder ein anderer? Ah, na schau mal an. Eisenerz. Sehr schön. Gibt es nicht mehr viele hier? Ist auch nur jemand, der das Spiel spielt? Finden wir hier gar keine. Naja, gut, dann eben nicht. Tut mir leid, ihr müsst leider von uns gehen. Na, so schnell kommt ihr bei mir nicht vorbei. Wollte ich schon sagen und. Kann ich ja mal das Monster töten, das wir hier hatten. Ich hatte doch hier irgendwo ein. Händler gesehen auf der Straße. Und bin ich ganz doof? Ich gehe doch immer weiter, komm. Schauen wir dann nachher weiter, ob das wirklich auch gestimmt hat. Ansonsten finden wir ja noch genug Händler hier irgendwo in der Nähe. Und dann auch später in Sturmhafen, da haben wir bestimmt wieder Händler, die uns helfen können, unser Inventar ein bisschen zu leeren oder entleeren. Oh, ist das keine Blume? Die sieht sehr schön aus. Die sieht wirklich sehr schön aus, die Blume hier. Gefällt mir. Können wir da schnuppern? Oh, yeah. Aber ja, das Tal der Wächterinnen. Die sind, glaube ich, gutmütig. Ist es ein Händler? Händlerin? Irgendwas in der Art? Ja, na sieh mal an. Ich habe einen langen Rundgang vor mir. Ist mir scheißegal, ich will verkaufen. Trödel, verschiedenes. Materialien. Boah! Ist ja geile Scheiße hier. Wir haben Lebensregeneration. Ja, wir haben mehr. Magiker-Generation ist ja nichts. Drei Elf ist auch nichts. Tut mir leid, wir haben jetzt wieder... No, boah. Können wir sortieren nach Gewicht? Irgendwie nicht so ganz. Ist ja, glaube ich, alles nur ein Lagerplatz, nehme ich mal an. Nimmt alles nur eigentlich Platz weg. Eigentlich ist das aber... Oh, was? 70? Boah, ey. 25, das geht eigentlich auch klar hier. Muss ich ehrlich sagen. Ach, reparieren wir auch noch schön. Hätten wir auch in der Witcher 3 im Let's Play machen können. Und dann können wir das Ding verkaufen hier.
Mal kurz die Hand hier. Komm mal kurz hierher. Ich habe einen langen Rundgang vor mir. Ja, ich möchte nur kurz schauen, ob wir auch... Nee, wir können also hier nicht das Pferd da kaufen. Ist ein bisschen doof. Oh, hallo Hirschi. Wir haben jetzt ein paar Dietriche gekauft. Ich hoffe damit, dass wir irgendjemand dienen können in der Gilde oder in der... Oh, da rennt aber jemand ganz schnell hinterher. Da muss man irgendwie mal helfen, nehme ich mal an. Ich glaube, der Typ hat ein bisschen Probleme, nehme ich mal an. Level 6, Level 7. Boah, ey, lauf nicht mal hin. Ich will dir helfen, du Doofkopf. Guck mal an, hier. Kannst du haben. Hä? Strange. Oh, Jute. Jute! Oh. Ist ja auch egal, wir haben Jute gefunden. Jute! Und nun, weil ich so doof bin, gebe ich noch einmal. Wir haben jetzt gar keine Hauptquests mehr offen, nehme ich mal an. Schmiedezertifikat, Schmiedegilde, naja. Nun gut. Oh. Hä? Müssen wir in eine völlig andere Richtung gehen? Nee, wir gehen doch schon richtig, oder? Hm. Eine ganz komische Sache hier, eine ganz komische Sache. Hallo. Hä? Haben wir hier schon... Unser Fürst hat einen Plan, aber das ist nichts Neues. Dem kommen die Pläne schon zu den Ohren raus. Aber dieser Plan könnte sogar einmal funktionieren. Na gut, was für einen Plan sprechen wir denn hier? Oh, ihr wisst schon. Gib kein Quest, na dann. Die haben wir gerade verkauft. Naja, vorhandenes Können ist ja echt ein bisschen irre hier. Stehen will ich jetzt gerade nicht. Ich will nichts stehen. Ich bin ein ehrenbarer Bürger. Ist das überhaupt Deutsch? Ein ehrenbarer ist. Naja. Reisender. Es tut mir leid. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Wahl. Jetzt habe ich euch. Ich rieche Gold. Ach, nö. Du riechst was Falsches hier. Du riechst was Falsches. Ich kann dich leider nicht töten. Hä? Ihr seid gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Das Zeichen habe ich noch nie gesehen. Aber wieso? Na tolle Wurst. Einfach, ich kann mich nicht mal bedanken bei dem Herren. Er geht einfach weg, einfach hin und fort. Wie eh und je. Na dann, tolle Wurst. Hallo der Herr. Wir streiten, wir gleiten hin und fort. Und ohne Wenn und Aber. Level 6 der Bär ist nicht wirklich das. Ja. Da gab es schon schwierigere. Aber wir schaffen es trotzdem. Ich frage mich gerade, Denumbra ist ja hier. Kommen wir eigentlich auch nach Kluftspitze? Ich weiß nicht so ganz. Ich muss mal schauen, jetzt offscreen mal, von der Stufe her, also von der Stufe, wie soll ich sagen, von der Schwierigkeitsstufe her, was denn hier besser ist. Kluftspitze durch Sturmhafen und danach kommt noch Worfgaff und hier noch Al-Kair-Wüste. Ich denke, da werden wir noch ein paar Nächte lang darin verbringen. Also hier wird schon einiges noch passieren und auch geschehen. Ach schon, das war jetzt irgendwie was Gutes hier. Hier war doch der Riesenbaum. Genau, das ist doch der Riesenbaum hier. Im Innen haben wir schon gekämpft. Den haben wir niedergemäht. Musst du sagen, niedergemäht, wirklich. Oh, da ist hier noch jemand umgekommen. Schade aber auch. Laufen wir gerade in ein Fauxpas hinein?
Und hinten ist wieder Ende. Ich glaube, wir sind an der falschen Stelle wieder mal angekommen, wie immer eigentlich. Wir kommen immer an der falschen Stelle irgendwie rum. Das ist ein bisschen doof, aber ansonsten, naja. Ich hoffe, es ist für euch nicht ein bisschen so langweilig, wenn ich hier irgendwie rumkrispe und kraspe und krasme und laufe und renne. Ansonsten tut es mir natürlich leid, meine Damen und Herren. Aber anders geht's ja irgendwie nicht in diesem Spiel. Ich will ja auch eigentlich ein bisschen was vom Spiel zeigen und das geht ja hier nur so. Ich find's gerade ein bisschen doof, dass ich hier wieder alles so rundherum segeln muss, also rennen muss. Und da eigentlich die ganze Spielzeit, die wir gerade hingelaufen sind, also rückwärts hier. Als ich da zurückgehen muss. Genau, der ist schon, war hier schon. An dem sind wir vorbeigerannt. Und leider müssen wir hier den Umweg nehmen. Ist zwar nicht so schön von der ganzen Seite, aber es ist okay. Was ist denn das wieder? Eine Truhe, die wir wahrscheinlich nicht öffnen können, da wir ja keine Skills haben. Oh, ich begreife das irgendwie gar nicht. Hä? Muss ich das loslassen, wenn das... Oder müssen wir da irgendwie noch... Weil wir haben 15% Chance. Müssen wir irgendwie noch das Zeug lernen erst? Gibt es da überhaupt... Wirklich, da gibt es wahrscheinlich Perks dabei. Handwerk. Verzaubern. Wie sollen wir die verzaubern? Rezeptqualität. Ja, da gehen wir auch ein bisschen drauf. Müssen wir aber hier versorgen. Wie geht das überhaupt? Da müssen wir noch lernen. Ah, dann sieh mal an. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Hört jetzt. Schneidern, Schreinern. Ach so, dann gleichen Symbole daher. Ich habe schon gedacht, hä, wie jetzt das gleiche? Alchemie aber gar nichts. Wüstenseele. Ausdauer. Erfahrungsgewinn, das ist schon sehr geil hier. Rausch, Ausdauer. Ausdauer. Ich möchte genau auf Leben gehen. Unerschrockene. Offene Welt. Seelenmagie. Was ist das überhaupt? Eine Seelenfalle. Ach komm, wir legen einfach hier kurz ab. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist so Leben und so und da brauchen wir 2 von 3 brauchen wir 30. Ach, da brauchen wir schon 2 von 2. Ah, so rum. 34. Ich frag mich jetzt eigentlich, wo wir die Skills für... Ich möchte wirklich versorgen. Ich möchte Essen machen. Ich frage mich gerade, soll ich die jetzt... Komm, wir reisen kurz nach Glenumbra, also nach... Na, ihr wisst schon wohin. Weil ich möchte da kurz ein bisschen Essen kaufen und kurz dann... Ich will wissen, wie das funktioniert. Daher tut mir leid, wenn ich jetzt kurz dann wieder vorgreife und mir das anderes mache, als ich eigentlich machen wollte. Aber ich möchte wirklich was lernen und ja, vielleicht Essenmacherei und Essen tralala ist vielleicht nicht das... Schlimmste oder das Ungeilste, wenn man Essen hat, kann man das ja auch wieder verwerten. Also, ja, kann man es verwerten, so rum eigentlich. Und eben, wie schon gesagt, versorgen. Mal zum Beispiel Küchenhilfe. Oh, Küchenhilfe, sehr schön. Das ist wirklich super. Wir möchten die Zubereitung von Rezepten bei einschließen. Einschließlich Stufe 19. Oha. Grünen. Effektnet länger. Länger. Das
wäre super. Also doppelte Koch, also doppelte Sache, Ration in dem Sinne. Also Getränke, naja, okay, coole Sache hier. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Ich muss mal kurz alles hier anschauen. Sorry Leute, wenn ich wieder ein bisschen übertreibe hier. Aber gehört euch ein bisschen dazu. Schmierkunst, da sind wir eigentlich schon gut dabei. Da machen wir wirklich das. Ja, wir haben ja noch andere Sachen hier. Stahlbau, und das kriegen wir dann in Sturmhafen, nehme ich mal an. Und da geht es hier auch wieder ein bisschen vorwärts. Und ich weiß nicht, ja, EP-mäßig. Da haben wir nichts gelernt, da auch nichts. Versorgen und Schmiedekunst möchte ich gerne haben. Okay, mal natürlich richtig gut verteilt, die Perks. Die sind natürlich irgendwann mal wieder zurückgesetzt worden. Ich weiß gar nicht mal warum. Ich nehme an, eine Pause würde mir gut tun. Ja, dann mach doch eine. Hol Barsch. Naja. Schmiede, Schreiner. Kriegergilde, Magiergilde, Dolchschuss, ihr habt Leben. Ach so. Also eigentlich, Dolchschuss ist es eigentlich befreit und offensichtlich geht's denen gut. Das ist das wunderschöne Haus hier, das ich einmal übersehen habe und ich nicht reinkomme, denn ich finde den Eingang nicht. Hallo. Vielleicht gibt's da eine Kochecke oder so zum Rosenlöwen. Kürbis und Mais muss man kaufen. Da frage ich mich doch mal. Nicht noch mehr Schweine. Sieht das sehr gut aus mit den Zutaten hier. Ihr seht aus, als könntet ihr was zu trinken. Die haben alle andere Sachen, aber hier. Naja, die haben wirklich nichts Gutes dabei. Tut mir irgendwie ein bisschen leid. Mein Essen ist zwar. Ich möchte die Zutaten für das Essen kaufen. Kann man das auch hier irgendwie beeinflussen? Rückkaufen, hä? Habe ich Sachen gekauft? Oder weggegeben? Das wäre mir ehrlich gesagt neu. Aber ja, dann müssen wir eben kurz dann irgendwo die Kacke auftreiben. Was war's nochmal? Kürbis und Mais. Oh. Ihr kennt keine Rezepte. Sehr schön. Wenn wir keine Rezepte können und kennen, dann ist natürlich alles vorbei. Wie kriegen wir denn die Rezepte hier? Haben wir die irgendwo? Ah. Du musst einfach Doppelklick drauf machen. Okay, alles klar. Haben wir verstanden. Ich hoffe auch du, mein Freund, da draußen. Aber... Gut, Mais. Irgendwie müssen wir Mais kriegen. Ich hoffe, draußen gibt's Mais, aber bevor wir nach draußen gehen, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann bis zur nächsten Episode. Viel Spaß!